Zunächst mal schön, dass ihr da seid. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Andreas. Ich mache so IT, Softwareentwicklung und der ganze Rest, der dazu gehört. Du stellst dir ein bisschen selber vor. Ja, genau. Ich bin Ramona. Ich habe in Heidelberg Jura studiert und promoviere jetzt gerade zur Teilautomatisierung von betroffenen Anfragen nach der DSGVO. Genau, da haben wir uns bei einem Hackathon kennengelernt und irgendwie seither arbeiten wir da so ein bisschen zusammen. Genau, vorab mal eine Frage an euch, liebes Publikum. Wer hat denn schon mal eine DSGVO-Anfrage gestellt? Einmal Hand hoch. Okay, doch ein paar, mehr als ich gedacht habe. Wer hat 5 gestellt oder mehr als 5? Okay, 100? Gut, sonst wären wir gegangen, wenn wir jetzt welche... Wir werden auf jeden Fall versuchen, alle mitzunehmen, ob ihr jetzt schon eine Anfrage gestellt habt oder noch nicht. Wir fangen mit den Basics an und werden euch ein bisschen die Studie, die wir gemacht haben, vorstellen. Wir werden den üblichen Ablauf von so einer Auskunftsanfrage durchspielen. Wir werden auf die Probleme, die man da haben kann, eingehen und werden die relevanten Stellen aus unseren Fällen zeigen. Wir haben in etwa 100 Anfragen gestellt zusammen. Das heißt, wir werden wirklich nur die Stellen zeigen, wo es wirklich gehakt hat, sonst würden wir hier nicht fertig. Und ja. Genau, also wir sind hier, weil uns Datenschutz genauso wie euch wahrscheinlich ein Riesenanliegen ist. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und uns in den letzten Monaten da durchgebissen. Also wir machen das Ganze jetzt seit Mai 2018, ja, kann man halt sagen, wo das Ganze in Kraft getreten ist. Genau. Wir haben ein paar Visualisierungen mitgebracht, erstmal von unserer Studie. Wie gesagt, die ist noch nicht fertig und es liegt einfach daran, dass es doch wieder erwarten mehr Schriftverkehr ist, so eine Anfrage durchzukriegen, als man denkt. Ne? Aber wir können euch so ein bisschen mit reinnehmen, was wir jetzt schon rausgefunden haben und das wollen wir euch einfach auch zeigen. Genau. Schauen wir da doch einfach mal über so grob über das. Jetzt geht mein Präsenter nicht. Drücke ich ja doch Leertaste. Schauen wir doch mal über das, worüber wir so gestolpert sind. Unsere 100 Anfragen, davon ist so etwa ein Drittel zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen. Da waren wir auch relativ gutmütig. So ein Viertel ist noch offen, da warten wir einfach noch auf die Antwort oder sind noch im Gespräch. Und etwa ein Achtel davon ist im Prinzip so schlecht, dass wir gesagt haben, da wollen wir Datenschutzbeschwerde einreichen Klage einreichen. Wir haben uns auch mal angeschaut, wie sind so die Antwortzeiten in Tagen von den Leuten, die uns zurückschreiben und haben das nach Branchen aufgegliedert. Interessanterweise, also viel ist in dem Fall schlecht, interessanterweise sind die Online-Versandhändler ganz schlecht, obwohl die eigentlich sehr gut Dinge verschicken können und schnell. Und die Behörden sind eigentlich im oberen Mittelfeld, was mich auch ein bisschen erstaunt hat, weil die ja sonst immer ewig brauchen, bis sie Anfragen beantworten. Also insofern, die haben sich da einfach besser vorbereitet. Wir haben das auch mal ein bisschen nach Branchen aufgeschlüsselt. Auffällig ist, die Polizei hat gar nicht bisher geantwortet, außer schickt mal eine Ausweiskopie. Die Verkehrsbranche war am auskunftsunfreudigsten. Deswegen sind da auch die meisten Klagen und Beschwerden von uns. Und ja, wie sieht das denn so aus, wenn wir so eine Anfrage anfangen? Genau, also wir haben ja entsprechend dem Motto uns vorbereitet. Wir wollen jetzt mal mit euch einfach mal so einen ganzen Weg durchgehen, so eine Anfrage durchspielen, angefangen vom Antrag bis hin zu wirklich Rechtsbehelfen, die ich dann ergreifen will, wenn ich sage, das funktioniert so gar nicht. Sprich, wir fangen beim Antrag an, da fängt es auch schon an mit den Problemen. Den Antrag, wenn ich jetzt in Artikel 15 schaue, wo mein Auskunftsrecht geregelt ist, lese ich dort nichts von Antrag. Ja? Das liegt daran, dass es in der DSGVO eben so aufgebaut ist, dass diverse Vorschriften sozusagen vor die Klammer gezogen wurden. Die finde ich jetzt zum Beispiel in Artikel 12. Auch da steht es nicht unbedingt explizit drin, sondern da steht dann irgendwie ja, irgendwas auf Antrag. So. Also man findet es. Und das gilt dann aber für alle betroffenen Rechte. Genauso muss ich mit einbeziehen, dass zum Beispiel Begriffsbestimmungen ganz am Anfang irgendwo stehen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung steht auch irgendwo ganz am Anfang. Das heißt, ich habe so ein ganzes Sammelsurium, wo ich mir erstmal so ein bisschen zusammensuchen muss, was brauche ich überhaupt alles. Wichtig ist, als Betroffener braucht man eigentlich fast gar nichts außer einen Antrag. So diverse kleine Probleme sehen wir dann später noch.
Da wollen wir jetzt auch mal anfangen, und zwar mit einer Anfrage, die Andi gestellt hat an die Stadt Mannheim, also an eine Gebietskörperschaft. Also wir sind sozusagen jetzt auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Wir haben nämlich auch geguckt, dass wir so ein bisschen splitten und unsere Anfragen vielleicht so 70-30 auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts und auch im privaten Sektor zu stellen, damit wir da auch ein bisschen sehen, gibt es da Unterschiede, gibt es da Dinge, die ich beachten muss. Ja, genau. Und den hatte ich einfach mal geschrieben, weil ich in Mannheim wohne. Was hat denn die Stadtverwaltung so über mich gespeichert? Schickt mir doch mal die Informationen zu. Und da war ich dann schon überrascht, weil diesem netten Schreiben hing dann noch an, das sind unsere Fachbereiche und Dienststellen. Müsst ihr jetzt gar nicht im Detail lesen können, das sind viele. Sag uns doch bitte, welche Informationen du gerne hättest. Darauf bin ich natürlich gerne eingegangen. Ich habe das dann mal angekreuzt und so zurückgeschickt. aber die Frage ist natürlich, muss ich das so präzisieren? Muss ich das denn tatsächlich helfen? Das passiert tatsächlich relativ oft, dass schon das erste Schreiben, was zurückkommt, heißt, was willst du eigentlich genau? Sag uns doch mal, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ich will noch einen Schritt früher ansetzen. Ich habe eben schon gesagt, öffentlicher, privater Sektor. Die DSGVO ist ja, wie ihr wisst, eine Verordnung, ja, die gilt unmittelbar, aber sie gilt eben nur da unmittelbar, wo sie gilt. Und zwar haben wir ganz am Anfang in Artikel 2 Vorschriften, die sagen, okay, das und das und das sind Bereiche, da gilt die DSGVO nicht. Und da sind wir dann zum Beispiel gerade bei so Behörden mit Sicherheitsaufgaben, sowas wie vielleicht das BKA oder sonstige Strafverfolgungsbehörden, sowas. Da sind wir dann nicht in der DSGVO, sondern gegebenenfalls im BDSG. Wir müssen vielleicht auch mal noch ins LDSG gucken, wobei da nicht wirklich viel drinsteht. Das heißt, das ist schon die erste Schwierigkeit, dass man manchmal vielleicht gar nicht in der DSGVO ist, obwohl man denkt, oh, da müsste ja jetzt eigentlich alles geregelt sein. Das ist nicht der Fall. Für den Betroffenen macht es gar nicht so einen Riesenunterschied. Die Verantwortlichen müssen sowieso auslegen, was man will. Wir haben auch im BDSG und hatten auch schon vor Geltung der DSGVO auch dort Auskunftsrechte. Da gibt es kleine Abweichungen, kleine Besonderheiten, die man mal beachten kann. Vor allem bei den Präzisierungserfordernissen ist das BDSG wesentlich strenger für den Betroffenen. Da muss man sogar ermöglichen, dass die das finden, was ich haben will. Und das ist bei Papierakten vielleicht gar nicht so einfach. Genau, auch in der DSGVO kann es solche Präzisierungserfordernisse mal geben. Da steht es aber wieder nicht im Gesetz, sondern nur im Erwägungsgrund. Ich glaube, es ist 57 Satz 3 oder irgendwie sowas. Und da steht dann drin, bei großen Datenmengen sollte der Verantwortliche verlangen können, dass man ein bisschen präzisiert. Ja, seid ihr die besseren Experten dafür? Was ist jetzt eine große Datenmenge? Das ist auch wieder ein Riesenproblem der DSGVO. Leider super viele unbestimmte Rechtsbegriffe, weil man versucht hat, alles unter einen Hut zu kriegen. Das sorgt extrem für Rechtsunsicherheit. Ja, das muss man wirklich sagen. Quintessenz daraus. Präzisieren, von mir aus alles ankreuzen. Ja, der Verantwortliche muss damit umgehen im Zweifelsfalle. Wenn ihr präzisieren könnt und nur was Spezielles wollt, zum Beispiel bei der Löschung, wo man dann wirklich, sollte man vielleicht schon sagen, naja, ich möchte jetzt gerade dieses eine Datum gelöscht haben, das möchte ich nicht mehr. Und dann kann man da mal sagen, okay, aber bei einer Auskunftsanfrage, ja, im Zweifelsfalle benutzt man eh ein Muster und dann hat sich das Ganze. Ja, genau. Ich finde, das mit dem Präzisieren ist ja auch bei Google schön. Da klickt man das auch alles an und im Zweifel klickt man halt alles an. Wir haben auch mal geschaut, wir sind ja hier in Darmstadt. Die haben ein schöneres PDF, ja, wo man auch kann einfach... Kann man sogar digital klicken. Ja, genau. Da kann man digital klicken und das dann ausdrucken und denen schicken. Es sind ein paar mehr Seiten. Ich habe jetzt nur mal eine, damit man sieht, das ist ein bisschen schöner. Aber kommen wir doch mal so zu so einem Antrag, der relativ normal läuft. Wie stelle ich den denn am besten? Du hattest deine Anträge auf elektronischem Weg gestellt. Ich glaube, da hast du bei den meisten direkt die Eingangsbestätigung bekommen, oder? Gar nicht mal so oft. Also da passieren dann auch wieder blöde Dinge wie, oh, lieber Betroffener, wir schauen hier nicht regelmäßig in dieses E-Mail-Fach. Schreiben Sie doch bitte hier und hier und hier und hier hin. Und dann war wieder nichts von diesen E-Mail-Adressen dabei, was annähernd mein Auskunftsersuchen irgendwie umfasst hätte. Ihr geht definitiv auf Nummer sicher, wenn ihr Übergabe einschreiben macht. Das kostet Geld. Ja, allerdings. Ja. Ich glaube, ich habe
Ich kann es mal zeigen, so sahen meine Anträge aus. Ich habe mir dann die immer einzeln bei der Post abgegeben als Einschreiben Einwurf bei für mich etwa 50, 60 Anfragen, war das schon ein bisschen teuer. Und habe dann immer den Zettel aufgehoben und mir angeguckt, ist es tatsächlich angekommen, ist der teurere Weg, aber auch der sicherere Weg. Und der Verantwortliche hat dann tatsächlich 30 Tage Zeit, darauf zu reagieren. Er kann das nochmal um 2 Monate in komplexen Fällen, was auch immer das sein mag, verlängern. Und wenn man dann im Prinzip nach 1 Monat nichts von denen hört, auch nicht, hey, das ist ein komplexer Fall, dann kann man im Prinzip die nächste Stufe gehen. Und es kann dazwischen aber auch schon zu anderen Problemen kommen. Also es kommt nicht direkt, wir geben dir nichts oder wir geben dir was, sondern es kommt häufig auch so zu dem Fall, dass sie eben sagen, hey, wir können dich gar nicht genau identifizieren, schick uns mal eine Ausweiskopie. Das kennen sicher der ein oder andere, wenn ihr eine Anfrage gestellt habt, dass das bei vielen Firmen wohl so eine Standardanfrage ist. Ich habe mal zum Beispiel hier beispielhaft die Firma PayOne GmbH. Wer kennt die Firma PayOne GmbH? Ah, okay, einer, zwei, gut. Für alle anderen, das ist, wenn man bei Lidl mit Karte zahlt. Da hatte ich einfach mal gefragt, hallo, liebe Firma Lidl, ich würde gerne zu meiner EC-Karte Nummer so und so wissen, was habe ich wann gekauft? Dann haben die gesagt, oh, das machen wir gar nicht selber, das macht die Firma PayOne GmbH. Sollen wir das weiterleiten? Ich habe gesagt, ja. Und dann kam von dieser PayOne GmbH ein Schreiben zurück mit füll bitte dieses Formular hier mal aus und schick uns gleich noch eine Ausweiskopie mit. Da habe ich etwas gestaunt und gedacht, das ist ja schön. Ich habe da ein Betroffenenrecht und dann soll ich eine Ausweiskopie mitschicken. Ich glaube, jedem ist klar, dass das Identitätsdiebstahl eigentlich Tür und Tor öffnet. Wie gehe ich denn mit sowas um? Ist das denn rechtens? Das passiert auch wirklich sehr oft, dieses Thema mit der Ausweiskopie. Dazu muss man Folgendes sagen. Da muss man fast schon ein bisschen die Lanze brechen für Verantwortliche, weil das Thema wirklich schwierig zu lösen ist. Und zwar ist es so, dass die DSGVO sagt, naja, man darf zusätzliche Identifikationsmittel verlangen, wenn berechtigte Zweifel oder begründete Zweifel an der Identität des Antragstellers bestehen. Das Ganze finden wir wieder nicht im Auskunftsrecht, sondern in Artikel 12. Das passt jetzt wieder schön dazu, was ich vorhin gesagt habe. Wann habe ich berechtigte Zweifel als Verantwortlicher? Auch dazu sagt die DSGVO noch mal ein bisschen näher was, und zwar, dass grundsätzlich mal das, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Versandhändler bin und ich habe da ein Kundenkonto, dass grundsätzlich diese Daten, die ich benutze für mein Online-Konto, um da eben Bestellungen abzuwickeln oder ja, irgendwas anderes zu machen, dass das grundsätzlich auch umgekehrt eben reichen muss für den Weg der Daten, der wieder zu mir zurückkommt. Ne? Das heißt, es ist so ein bisschen so, es hält sich die Waage zwischen, ich gebe dir am Anfang unseres Vertrags oder unserer Rechtsbeziehungen Daten und das Ganze reicht nachher auch, wenn ich was von dir möchte. Das steht wiederum wieder nur im Erwägungsgrund, wenn ich es richtig weiß, ja. Vielleicht weiß ich es gerade auch nicht. 63, oder? Erwägungsgrund 63, ja. Das heißt, es hängt sich alles an dem Begriff auf berechtigte Zweifel. Jetzt ist es so, stellen wir uns vor, wir haben einen total laschen Verantwortlichen, der guckt nicht so wirklich doll auf seine Datenschutzvorschriften und schickt die Auskunft an jemand Verkehrtes raus. Ja, ist natürlich fatal, ja. Geschweige denn, wenn ich mal meine Daten dann plötzlich im Internet finden kann. Dann habe ich natürlich sofort irgendwie Persönlichkeitsrechtsverstöße. Ich habe plötzlich die Sanktionen der DSGVO, vor denen wirklich jeder Angst hat im Extremfall. Das heißt, ich bin als Verantwortlicher einem enormen Risiko eigentlich ausgesetzt, wenn ich das nicht richtig handhabe. Stellen wir uns aber auch vor, ich habe einen Verantwortlichen, der macht das Ganze zu gründlich und verlangt gleich mal irgendwie auf einem Zwei-Wege-Verfahren mit Ausweiskopie, mit ich hätte gerne noch den Namen deiner Mutter, deiner Oma, des Enkels von so und so. Das ist auch verkehrt, weil dann verstoße ich gegen den Datenminimierungsgrundsatz. Ich verstoße gegebenenfalls, wenn ich die Identifikationsdaten noch weiter verwende, gegen die Zweckbindung. Und ich verstoße, was hatte ich noch, gegen das Erleichterungsgebot, das eben auch noch gilt. Das heißt, ich bin als Verantwortlicher total in der Zwickmühle. Und ich kann das voll verstehen, dass da viele überfordert sind und sagen, ach nee, dann bin ich doch lieber einen Schritt zu vorsichtig und verlange die Ausweiskopie.
Das heißt, wir haben jetzt geklärt, bei Online-Kennungen, solchen Dingen, wo es eben schon Identifikationsdaten gibt, dann muss ich zuerst mal die abprüfen. Obwohl ich keine Pflicht zur Identifikation habe, aber man sollte es eben doch irgendwie sicherstellen, wenn da Zweifel da sind. Bei sowas wie PayOne war jetzt eben das Problem, dass die eine Ausweiskopie wollten, obwohl die ja eigentlich nur seine Kartendaten haben. Das heißt, die hatten jetzt überhaupt nichts zum Abgleich. Ja. Also was wollen die mit meiner Körpergröße, mit meinem Gewicht machen, um sicherzustellen, dass ich der Antragsteller bin? Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, die Ausweiskopie, die gerade doch noch eher das Standardmittel zur Identifikation ist, ist in vielen Fällen gar nicht wirklich dazu geeignet. Und da wird man eben noch abwarten müssen, wie sich das Ganze jetzt klärt. Ich persönlich finde, dass das eben, oder das ist unser Rechtsverständnis, dass das nicht das Standardmittel sein darf, sondern dass man sich halt wirklich überlegen muss, was ist in dem konkreten Fall, so ähnlich wie bei einer Verhältnismäßigkeit, das mildeste Mittel für den Betroffenen, was aber geeignet ist, die Identität sicherzustellen. Also das wäre so der Mittelweg, aber das ist eben dann eine Einzelfallentscheidung in den meisten Fällen. Wobei als Online-Versandhändler hat man wahrscheinlich dann, oder als man hat ja öfters mal gleiche Formen von Anfragen. Das heißt, man kann sich da schon ein System etablieren, wo man dann sagt, okay, das ist für uns jetzt so sichergestellt, möglichst noch, dass die Identitätsüberprüfung im Verarbeitungsverzeichnis vielleicht noch mit drin ist. Das muss ich ja auch alles protokollieren, dann hätte ich ja was in der Hand. Das wäre so der Idealfall, aber ist tatsächlich rechtlich schwierig. Ja, und das habe ich tatsächlich auch wirklich häufig gesehen. Jetzt lese ich manchmal so Formeln wie, Sie können Ihre Daten in Ihrem Kundenportal entnehmen, laden Sie sich die da einfach runter, kriegt man einfach einen Brief zurück, anstatt die Auskunft. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Informationspflichten sind getrennt von den betroffenen Rechten zu sehen. Und du hast jetzt eben erzählt, Daten wie Größe, Gewicht, Augenfarbe, gehen die nichts an. Bei meinem nächsten Fall, die hatten das tatsächlich schon, denn ein Freund TM, der meinen Namen hat, hat sich hier bei der Firma Elite Partner wohl einen Account erstellt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und ich habe dann einfach mal gefragt, dieser Freund, der meinen Namen hat und bei mir wohnt, welche Daten habt ihr denn da über mich? Und da habe ich von denen die Antwort bekommen, ja, hier eine Datenauskunft können Sie jederzeit auf unserem Portal beantragen. Aber ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie vor ein paar Jahren irgendwo euch mal einen Account erstellt habt oder so, dann weiß man das vielleicht gar nicht mehr. Also meiner Meinung nach ist das nicht korrekt beantwortet. Das ist auch tatsächlich was, wo ich glaube ich an die Datenschutzaufsichtsbehörden gegangen bin und auch so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil gesichertes Online-Portal ist eigentlich erwünscht nach der DSGVO, so dass man es eben sicherstellen kann, dass es auch sichere Übermittlungswege sind, aber Erleichterungsgebot, ne? Also ich persönlich denke, das ist gerade noch so, aber es sollte natürlich eigentlich schon auf den Antrag direkt auch was kommen und nicht nur such dir bitte deine Antworten selbst zusammen. Genau, aber schauen wir uns doch mal ein bisschen positivere Beispiele an, so eine Auskunft, die tatsächlich mal funktioniert hat. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wir haben verschiedene Dinge gesehen. Ich komme nochmal zurück auf die Stadt Mannheim. Die hatten mir freundlicherweise geschickt, hier ist ein Link, geh doch bitte da drauf. Ein paar Tage später haben sie auch das Passwort zu diesem Link geschickt, um sich das runterzuladen. Und ach toll, den muss man von Hand abtippen. Das macht richtig Laune. Ja, der war schon lang. Ich sag mal so, 5 im Ansatz richtig, weil hat leider nicht geklappt, aber netter Versuch. Tatsächlich haben sie mir dann später, nachdem ich das an den Datenschutzbeauftragten der Stadt geschickt habe, hey, das funktioniert nicht, haben sie es mir dann doch ausgedruckt und zugeschickt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wann ich die letzten 3 Mal Sperrmüll bestellt habe. Unglaublich wichtige Information. Oder ein anderes Beispiel ist zum Beispiel bei der Bundesdruckerei, hatte ich angefragt, weil ich gedacht habe, hey, ich habe schon mal ein paar Ausweise bestellt, wie vermutlich jeder. Speichern die denn meine Daten und vergleichen die? Wollte ich einfach mal wissen. Interessanterweise haben die mich dann auch angerufen und gesagt, ja, wir sind nicht sicher, sind Sie derjenige, welcher? Und haben keine Ausweiskopie verlangt. Hätten sich ja selber einen erstellen können. haben mir dann geschrieben, ja, nein, wir speichern keine Daten von dir. Das ist sozusagen das, was man unter dem Stichwort Negativauskunft findet, ist im Prinzip auch das, wozu jeder verpflichtet ist. Das heißt, theoretisch könnt ihr an jede Firma in
ganz Europa eine Anfrage stellen und sagen, hey, hast du Daten über mich gespeichert? Und die müssen sagen, nein, haben wir nicht, weil in dem Artikel der DSGVO steht, der Verantwortliche muss sagen, ob Daten gespeichert sind. Genau, nicht nur in Europa, auch überall auf der Welt, wenn hier gemäß dem Marktortprinzip eben Geschäfte getrieben werden oder irgendwie gehandelt wird. Genau. Jetzt kommen wir noch mal zum Stichwort Datenkopie, die ja in meinem absoluten Lieblingsfall, muss ich sagen, auch gekommen ist. Und zwar ist die Firma American Express, bei der ich eine Bezahlkarte habe, meinem Auskunftsanspruch nachgekommen. Die hat dann ganz viele Sachen hier geschickt. Ich kann mal ansatzweise zeigen, aus dem Talk über Kicks vorgestern habe ich gelernt, das ist auf so einem alten IBM-Großrechnersystem immer noch diese 80x25-Maske und die haben die einfach gescreenshottet und ausgedruckt und von Hand geschwärzt. Von Hand geschwärzt. ich kann das auch mal, ich habe das extra mal mitgebracht, weil man kann es einfach nicht auf dem Screen, also es ist wirklich sehr, sehr viel, was die geschickt haben. Zum Thema Handschwärzen, wenn man es halt gegen das Licht hält, kann man das doch durchsehen. Also am besten, kleiner Tipp, nochmal kopieren. Aber ansonsten muss ich sagen, sehr vorbildlich. Das war für mich interessant. Da waren Sachen drin wie, was weiß ich was, Account Overview und in welchen Monaten gab es Transaktionen. Es waren Sachen drin wie zum Beispiel hier, dass ich eine Ersuchen Datenauskunft gestellt habe, eine DSGVO-Anfrage. Superschön dokumentiert. Es sind aber relativ viele Daten und ich habe nicht wirklich den Überblick, was bedeuten diese Daten. Gibt es denn da irgendwie, was mache ich denn? Was ist denn da der Unterschied? Also das muss nicht so aussehen. Ganz oft hat man ja auch das CSV-File, wo man dann wirklich irgendwie, weiß ich nicht, wild 200 Zeilen, 300 Spalten, was weiß ich. Also genau, das Thema Datenkopie ist mit eines der größten Streitthemen in juristischer Sicht und ich denke auch in der Praxis, weil das tatsächlich neu ist. Das gab es vor Geltung der DSGVO nicht. Wir haben jetzt in 15 Absatz 3 diesen Satz, der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung. Jetzt sind sich alle unsicher, was heißt denn das? Bleibt alles so wie vorher? Solche Leute gibt's, die sagen dann, ach, ich gebe jetzt irgendwie die Auskunft raus, das ist ja hier nur eine Formvorschrift. Es gibt Leute, die sagen, ich gebe einfach eine Datenkopie raus, das erfüllt meine Auskunft. Nein, da ist überhaupt der Kern des Auskunftsrechts gar nicht enthalten, nämlich zum Beispiel die Verarbeitungszwecke, wie lange speichern wir deine Daten, wofür verwenden wir die, geben wir die weiter, machen wir automatisiertes Profiling oder irgendwas damit. Das erschließt sich aus sowas fast nie. Und deshalb ist mein rechtliches Verständnis davon bislang, obwohl das wirklich noch sehr, sehr umstritten ist, dass man so eine Art Kombi-Ansatz hat. Das heißt, das eine ist die Datenkopie. Ich kann gucken, die müssen nicht aufbereitet werden, die dürfen nicht mal aufbereitet werden, weil sonst würde das ja alles wieder hinten runterfallen, was da an Informationen drin steckt. Einmal kann ich mir einen ungefilterten Eindruck machen, was ist an Daten da. Auch das kann manchmal eindrucksvoll sein, wenn viele Daten da sind. Und einmal habe ich diese erklärende Information, die so ein bisschen ähnlich ist zu den Informationspflichten, die es eben auch gibt, die man dann so kennt, was dieses Ganze, was eigentlich keiner lesen will, aber durchaus eben dann mit den ganz persönlichen Daten passiert, was es mir wirklich erklärt. Wir haben Zahlungsdaten von dir, wir nutzen die zur Abwicklung von Bestellvorgängen. Solche Sachen, das muss wirklich verständlich sein. Das hier kann für den Einzelnen verständlich sein, für den anderen aber vielleicht nicht. Und das ergänzt sich. Ja, genau. Aber da ja American Express mein absolutes Lieblingspositivbeispiel ist, haben die natürlich auch was richtig gemacht. Die haben noch dazu eine Erklärung, was bedeuten denn diese Zahlen. Das heißt, sieht man hier vielleicht schlecht. Das ist toll. Das haben wir bislang nur bei American Express gesehen. Ein Inhaltsverzeichnis für die Datenkopie. Was natürlich schön ist, weil das ist alles auf Englisch. Ich kann damit vielleicht nicht besonders viel anfangen. Solange die Auskunft noch da ist, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen Hilfe mit hier finden Sie die Transaktionen und hier finden Sie vielleicht Ihre Personendaten, Ihre Kontaktdaten. Das ist ganz schön hilfreich bei so einem, wie viele Seiten waren das jetzt? 47. Handgeschwärzt, möchte ich nochmal betonen. Muss man wirklich loben.
Ja, da hat sich jemand wirklich sehr viel Mühe gemacht. Daher wirklich nochmal vielen Dank an die Firma American Express, ohne Werbung zu machen, aber DSGVO-technisch absolut vorbildlich. Jetzt ist es nicht immer so gut gelaufen. Logisch, ich habe jetzt angenommen, ich habe so eine Auskunft und die entspricht nicht meinen Vorstellungen. Das heißt, irgendwas fehlt. Ich bekomme entweder gar keine Antwort oder die Antwort ist unvollständig, offensichtlich, oder ich bekomme gar keine Datenkopie. Ich glaube, ich schaue einfach mal in meinen nächsten Fall, den ich mitgebracht habe. Das ist die Deutsche Bahn, auch ein Unternehmen, was vermutlich jeder kennt. Ich habe da mal angefragt, habe da auch so knapp 20 Seiten bekommen, unter anderem ganz viele Seiten mit diese Bahncards hattest du, diese Ersatzkarten hast du dann und dann bekommen und unter anderem auch, weil ich natürlich die Punkte sammle, ich habe mal den Rest geschwärzt, weil wo ich wann war, ist mir doch ein bisschen zu persönlich, aber die haben auf jeden Fall alle Fahrten aufgelistet, wo ich wann war. Und ich dachte so, okay, das ist ja schön. Aber jeder kennt das ja im Zug, ihr kauft ein Online-Ticket und das wird irgendwie gescannt und registriert, dass das auch kontrolliert wurde, damit man sich das nicht wieder zurückerstatten kann. Genau. Und das hat hier gefehlt. Deswegen ist es meiner Meinung nach unvollständig. Und da haben wir uns gefragt, was kann man denn tatsächlich machen, wenn so eine Auskunft nicht unseren Anforderungen entspricht, nicht korrekt ist. Und wir haben uns überlegt, man kann erstmal mit Liebe nachfragen, dann kann man mit ein bisschen Gewalt beim Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde einreichen, der dann auch nochmal nachhaken kann und auch Bußgelder verhängen kann. Im Übrigen ist das auch die kostengünstige Variante, weil das nichts kostet. Und man kann mit richtig viel Gewalt, sprich mit einem Gerichtsverfahren, den Verantwortlichen dazu zwingen, diese Auskunft zu vollführen. Aber das kostet halt einfach Geld. Haben wir auch probiert, läuft noch. Genau. Ich zeige hier mal exemplarisch, das war bei der Deutschen Bahn. Da hatten wir das an den hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit geschickt. Und der hat dann auch gesagt, okay, wegen der Beschwerde, also da gab es so ein paar Schreiben hin und her. Und der letzte Stand ist, daher habe ich Ihre Beschwerde zum Anlass genommen, mir das Verfahren der Kontrolle eines Online-Tickets bei der Deutschen Bahn genauer anzuschauen. In diesem Zusammenhang erfolgte am 17.06. ein Termin mit dem Konzerndatenschutz der Deutschen Bahn, in dem das Thema Kontrolle eines Online-Tickets und Vorgänge, die ein Hintergrundsystem ablaufen, nochmals genauer dargestellt wurden. Ist aktuell noch im Verfahren der Prüfung und... Kann man nur raten, wenn man sowas macht, gleich möglichst... Also nicht mit Informationen geizen. Die Datenschutzbeauftragten, die müssen natürlich jetzt auch, die haben ein Sammelsurium, ein Potpourri an verschiedenen Problemen, die jetzt auf sie zukommen. Es ist eher ungünstig, wenn die noch dreimal nachfragen müssen. Wie haben sie das gemeint? Was wollen sie jetzt genau? Was ist denn jetzt genau das Problem? Also wenn man Belege hat, wenn man Sachen hat, einfach mitschicken und möglichst viele Infos mitgeben, dass man diesen ganzen Schriftwechsel nicht unbedingt hat. Denn wir haben nach wie vor nicht besonders viele Datenschutzbeauftragte. Das heißt, diese sind ganz schön am Arbeiten und das dauert auch seine Zeit. Ja, wer viel gibt, kriegt auch viel zurück. Jetzt in einem anderen Fall bei der Lufthansa, die hatte ich auch mal gefragt, die wollen ja auch relativ viele Daten von einem, wenn man mit denen fliegt. Und da wollte ich einfach mal meine Daten zurückhaben. Die hatten jetzt gar nicht geantwortet, deswegen habe ich mich persönlich für das Mittel der Klage mal entschieden, einfach um es auch mal... Ich habe eine Auskunft von denen. Online hat es wohl online geklappt, funktioniert's. Per E-Mail, per Post hat es nicht so gut funktioniert. Und da bin ich auch tatsächlich im Klageverfahren auf das nächste Problem gestoßen, nämlich dass in Gerichtsverfahren durchaus nicht ganz klar ist, wie es der Streit wird. Denn in deutschen Gerichten orientiert er sich ja immer nach einem wirtschaftlichen Interesse. Und hier hatte ich in einem leicht anderen Verfahren, aber es ist im Prinzip sehr ähnlich, mal die Nachfrage. Hierzu mögen Sie bitte die Höhe der Forderung angeben, und damit wir den Streitwert berechnen können. Genau, dann fragt das Gericht zurück, was ist denn hier Streitwert? Und dann fragt man sich plötzlich selbst, es gibt keine konkrete Forderung, es ist ein Auskunftsrecht, was ist da mein Streitwert?
Jetzt hatten wir natürlich schon, habe ich ja gesagt, schon vor der DSGVO Auskunftsanträge, die man stellen konnte. Und dabei ist es jetzt ungefähr mal so, dass alles dabei war von 300 Euro bis 4.000 Euro, je nach Fall. Und ich denke, da ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt nur einen normalen Auskunftsanspruch habe oder ein Löschungsersuchen, wo vielleicht schon Schaden entstanden ist. Da wird man sagen können, also unsere Erfahrung jetzt ist einfach in so ein normaler Auskunftsanspruch, wo keine Antwort erfolgt ist, sind so ungefähr 500 Euro. Also da kann man sich zumindest mal dran festhalten. Damit kann man eigentlich, bislang ist das immer angenommen worden, oder? Hast du da überhaupt schon eine Antwort? Ich weiß es gar nicht. Also, doch, das wurde so. Das wurde also angenommen, ja. Also so in etwa 500 Euro kann man drüber leben, kann man drunter liegen, aber ist eben bei so Rechten gar nicht so einfach festzulegen. Genau, es ist auch beim Widerspruch und bei anderen betroffenen Rechten kann das halt auch anders sein. Und eine wichtige Sache noch, wer Anträge stellt gegen öffentlich, also gegen Behörden, wenn da eine Ablehnung erfolgt, eine Ablehnung der Löschung, Ablehnung der Berichtigung, also eine Ablehnung vom Auskunftsersuchen zum Beispiel auch, was durchaus mal der Fall sein kann, haben wir einen Verwaltungsakt. Das heißt, wir sind nicht wie bei den normalen Auskunftsansprüchen gegen Online-Versandhändler vor dem Zivilgericht, sondern wir müssen vor das VG und da ist das mit dem Streitwert auch wieder eine andere Geschichte. Nur, dass man daran denkt, dass man nicht ans falsche Gericht schreibt. Im normalen, also im Privatrechtsbereich sind wir eben vom Amtsgericht. Das ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass man da jetzt mal vors Landgericht musste. Von daher braucht man auch keinen Anwalt und so. Also, dass man das im Hinterkopf hat. Ja, dazu fallen mir noch zwei Dinge ein. Das eine ist, vielleicht kannst du was zu dem Streitwerk ab 600 Euro sagen, weil ich glaube, wenn es über 600 Euro ist, kann man auch Berufung oder Revision und unten drunter geht das nicht. Das heißt, man kann sich schon vorher überlegen, suche ich mir einen Streitwert für 500 Euro aus, dann ist dieses Urteil halt endgültig und ich kann nichts mehr dagegen machen erstmal. Bin aber relativ günstig mit den Gerichtskosten und wenn ich halt denke, es könnte ein bisschen strittig sein, dann ist es ja, glaube ich, besser, wenn man sagt, okay, 1.000 Euro. Wenn man so viel klagen will wie du, ja. mir ist übrigens auch noch was, bei dem Fall Lufthansa war tatsächlich das Gericht erstmal der Meinung, oh okay, sind wir überhaupt örtlich zuständig? Dazu auch noch kurz der Hinweis, es ist das Gericht am Wohnort des Betroffenen. Also da, wo ihr wohnt, könnt ihr Klage einreichen. Auch wenn das Gericht euch vielleicht erstmal sagt, wollt ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ich das verweise oder so. Die Rechtspraxis fehlt halt einfach auf vielen Gerichten. Die fehlt wirklich noch. Uns fehlen auch viele konkretisierende Urteile des EuGH, der bestimmte, unbestimmte Rechtsbegriffe mal ein bisschen konturiert, dass man da einfach sich entlanghangen kann. Die Gerichte orientieren sich natürlich auch nach der höheren Rechtsprechung. Das fehlt und das merkt man einfach. Das wird sich aber auch fügen. Du schaffst da jetzt Präzedenzfälle. Ja, genau. Im Prinzip, das ist ja auch mein Ansinnen, da ein bisschen Rechtspraxis auf beiden Seiten zu bekommen. Deswegen haben wir das Ganze mal angefangen und geschaut, okay, wie sind da so die Antworten? Deswegen möchten wir dazu anregen, dass ihr mitmacht. Noch kurz vielleicht ein Wort zu den Vorlagen, die ich benutzt habe. Ich habe hier einfach mal so eine Mustervorlage, datenschutzrechtliche Selbstauskunft, die ist auch in dem Tool verlinkt, was ich an den Talk hier gehängt habe. Wir haben so Standardsachen wie, wie beantworte ich denn, wenn meine Ausweiskopie einfach mal so angefordert wird? Das ist eben der Punkt. Also Vorlagen findet man ja en masse mittlerweile, aber es ist eben so, dass man fast nie nur mit dieser Vorlage durchkommt, sondern immer wieder so dieselben Muster auftauchen, die wir jetzt angesprochen hatten, mit Identifikation, mit was haben wir noch, Präzisierung, solche Sachen. Und da haben wir eben auch so ein paar Templates gemacht, dass man sich vielleicht ein bisschen Arbeit ersparen kann und das schneller wieder rausschicken kann. Weil man darf durchaus auch mal nachfragen, wo liegen denn Ihre berechtigten Zweifel an meiner Identität und dann den Ball eben wieder zurückspielen. Ja, nochmal kurz, das ist das Tool, es ist verlinkt, benutzt es, haut Anfragen raus, hätte ich mir das nicht es ist kein tolles Tool, aber es funktioniert. Ich habe damit, ich glaube, meine 30 oder 40 Anfragen, nachdem ich nach 10 Stück keine Lust mehr hatte, immer das selber zu tippen, gemacht. Wir haben ein paar Standardfälle aufgenommen. Die kann man mal durchprobieren, kann die mal aus an die. Und auch Feedback geben, sehr gerne. Das ist natürlich auch alles ein Lernprozess für uns und für die Verantwortung und für andere Betroffene.
kann man eigentlich nur davon lernen. Ja, das ist im Prinzip auch mein nächstes Stichwort, die Bitte an euch, macht mit. Ja. DSGVO ist ein Multiplayer-Game, spielt mit. Es soll für alle ein bisschen Praxis und Spaß bringen. Es kann ja nicht der Standard sein, dass die Firmen das handschwärzen müssen. Die müssen da auch einfach mal ins Machen kommen. Deswegen von uns die Bitte an euch, stellt mehr Anfragen. Und wenn ihr bekloppte Beispiele bekommt, schickt uns gerne eure geschwärzten Antworten, die ihr so bekommt. Wir helfen da auch gerne. Und was meinen Generator, den ich da in einem Wochenende zusammengeschustert habe, angeht, also wer da Lust drauf hat, forkt den auf GitHub, helft mir beim Entwickeln. Und falls ihr tatsächlich Juristen seid, dann helft uns auch gerne bei den Vorlagen, wenn ihr sagt, hey, da stimmt was nicht oder die Vorlage würde ich mir noch wünschen und so könnte ich es mir vorstellen, schickt sie uns. Gerne auch auf Englisch. Und der weitere Ausblick für mich ist vielleicht, dass man auch irgendwie analog zu Frag den Staat mal ein Portal macht, wo man so ein paar Sachen veröffentlichen kann. Ist alles offen. Wie gesagt, die Bitte an euch, helft uns da, macht mit, schickt uns was und ja. Uns ist eben ganz wichtig, wir wollen jetzt nicht die Verantwortlichen alle in den Dreck ziehen, sondern wir wollen wirklich ja, so eine Basis schaffen, auf der man arbeiten kann für alle Seiten. Ne? Also das sind einfach Erfahrungswerte jetzt und ich denke da, ich sehe Kopfschütteln. Nein, also das ist alles ein Lernprozess. Das ist immer noch frisch. Also man darf das nicht vergessen. Da sind ja alle aus den Wolken gefallen, als die DSGVO plötzlich in Kraft getreten ist. Huch, zwei Jahre rum. Genau, also das sind so unsere Erfahrungswerte. Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit euch und vielleicht auch eure Erlebnisse. Genau, ja, vielen Dank. Dafür vielen Dank an euch, dass ihr euch das jetzt angetan habt. Gibt es denn noch Fragen vielleicht im Publikum? Haben wir ein Mikro irgendwo? Ich kann auch meins abtreten. Oder, ja. Ah, da kommt schon eins, das ist natürlich näher. Perfekt. Wollt ihr meins? Das ist Anja. Ja. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr die Spielregeln zu diesem Spiel namens DSGVO ein bisschen erläutert habt. Sehr schön, fand ich sehr praxisorientiert, ganz wunderbar, vielen Dank. An einem Punkt möchte ich allerdings nochmal nachhaken, am Anfang Identitätsnachweis, du hast dargelegt, im Prinzip ist das ja schon mal berechtigt, dass Sie wissen wollen, bin ich auch der ich vorgebe zu sein. In den USA gibt es ja bereits eine systematische Ausforschung von Leuten über solche Anfragen, das heißt man gibt vor, über Identität jemand anders zu sein und bekommt dann die Details von jemand anders. Was mich interessieren würde, die Antwort auf, schicken Sie mal bitte Ihren Personalausweis in Kopie, das gibt es ja drei Möglichkeiten, entweder ich sage, nee, kommt gar nicht in Frage oder ja, ich schicke einfach eine Kopie hin mit den üblichen Bedenken oder als drittes eine stark geschwärzte Version, da gibt es im Internet auch interessante Anleitungen, was man schwärzen darf und was nicht. Da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken, was ist jetzt eure Position auch aus rechtlicher Sicht? Sollte man grundsätzlich keinen schicken? Ist man grundsätzlich eigentlich schon verpflichtet, den zu schicken, wenn dargelegt wird, warum die rechtlichen Bedenken bestehen? Oder sollte man einfach mal per se einen Geschwärzten hinschicken und sagen, Leute, das ist jetzt aber die Information, die rechtlich ausreicht und bitte jetzt kommt in Quark. Wie beurteilt ihr diesen Identitätsnachweis? Ja, da ist ja wirklich auch das Problem. Ich bin kein Freund des ungeschwärzten Personalausweis, der ungeschwärzten Personalausweiskopie. Da sind einfach Sachen drauf, die sind eigentlich nie not. Also ich habe noch keinen Fall gesehen, in dem wirklich die Körpergröße eine Rolle gespielt hätte oder sowas. Also geschwärzte Personalausweiskopie will ich nicht von vornherein ausschließen, aber es muss eben auch wirklich dann im konkreten Fall das einzig taugliche, mildeste Mittel sein. Also ich persönlich bin ein Freund, wobei das wieder nicht gut für die Rechtssicherheit ist, ne? Der Verhältnismäßigkeit. Und wirklich da diesen Datenminimierungsgrundsatz in Waage zu bringen mit, wie riskant sind denn die Daten? Zum Beispiel jetzt auch, wenn ich mal, gehen wir mal in Artikel 9, besondere Kategorien personenbezogener Daten, wenn es da um Gesundheitsdaten geht, wenn es da um, wenn da ein Riesenschaden entstehen würde, wenn meine Daten an den Falschen rausgehen, wäre ich eher damit einverstanden, noch eine Ausweiskopie geschwärzt hinterher zu schicken, bevor da irreversible Probleme entstehen nachher. Also
Da muss man, also da sagen wir Juristen ja gerne, es kommt darauf an. Und ich bin da auch tatsächlich jetzt in diesem Fall nicht schwarz oder weiß. Aber in dem Fall, den wir jetzt hier hatten, war halt die Frage, was bringt denn das? Macht es das wirklich sicherer, dass ich einen Ausweis habe? Ja, es ist ein Legitimationsmittel, das gerne verwendet wird, und da gibt es dann auch wieder Leute, die sagen, naja, ich kann den ja easy peasy fälschen. Ja, genau, eine Kopie ist ja wirklich nicht geeignet, die Identität nachzuweisen. Jeder, der Photoshop kann das ja fälschen, deswegen ist das ja Quatsch. Da ist leider wenig Information in der DSGVO drin. Das Einzige, was die DSGVO noch sagt, ist am Telefon, wenn es um Telefonauskünfte geht, dann reicht es nicht, wenn ich sage, hallo, ich bin Frau Müller, ich hätte gern Auskunft. Das ist das fast schon das Einzige, was die dazu sagen, und ansonsten eben der Erwägungsgrund. Also ist schwierig, eine schwarz oder weiß Antwort drauf zu geben. Aber die Schwärzung muss nach meinem Rechtsverständnis möglich sein. Also was mir halt häufig so vorkam, ist, die Verantwortlichen haben so ein bisschen Angst, deswegen ist es so ein Standardverfahren. Positive Beispiele sind zum Beispiel, ich hätte bei eBay meine Daten angefragt, die haben mich angerufen und haben gesagt, oh, DSGVO-Anfrage, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen schockiert, was wollen Sie denn von uns? Können wir denn vielleicht das so machen, dass ich Ihnen einfach das per Post schicke oder Ihnen jetzt ein Passwort per Post schicke und den Rest per E-Mail, und wir klären einfach so ein paar Sachen wie Geburtsdatum am Telefon ab, finde ich, ist ein adäquates Mittel. Und ansonsten auch nochmal der Hinweis an die Verantwortlichen, es gibt sowas wie Einschreiben eigenhändig, ja? Da prüft der Briefträger, Ausweis, Name, Foto, Name auf Brief, stimmt, check. Warum macht das keiner? Kostet 6 Euro. Kostet. Und das ist halt wirklich auch ein Nachteil für den Verantwortlichen, dass die erste, also zumindest die erste Datenkopie auch immer kostenfrei sein muss. Wenn ich mir jetzt überlege, das ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn sich da jemand hinsetzt und irgendwie 50 Seiten handschwärzt, ne, und die kriegen noch nicht mal Geld dafür. Ist ein Prinzip der DSGVO, was eben festgelegt wurde. Und ich denke, ganz oft ist es bei den Identifikationsthemen für den Verantwortlichen eben auch ein Thema, oh, ich habe was in meinem Verarbeitungsverzeichnis stehen, weil natürlich ist die Identitätskontrolle ja auch eine Datenverarbeitung, schreibe ich rein, dann kann ich nachher sagen, oh, ich habe es gemacht, besser als hätte ich nichts gemacht. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann war es ja gut, dass wir so ausführlich auf die eine eingegangen sind. Dann darf ich mich nochmal bedanken dafür, dass ihr alle hier wart, und stellt Anfragen und kommt gerne nochmal auf uns zu. Dankeschön. Dankeschön.